Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mordors Schatten. Wir starten direkt in die Grube. Der dunkle Herrscher ließ ihn in eine Grube werfen und ließ seine Diener auf ihn los, um zu beweisen, dass er nicht unsterblich war. Er tötete jeden einzelnen seiner Feinde, einschließlich derer, die ihn gefasst hatten. Forme die Legende des Schwertes Ophael. Machen wir doch. Annehmen. Zusätzliches Ziel, erreiche eine Trefferserie von 100. Gucken wir mal. 8 haben wir schon. Jawohl. Zack. Vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig. Abgebrochen. Verdammt. Da habe ich einmal nicht aufgepasst jetzt. Okay, wir metzeln hier einfach wüst durch und hoffen, dass wir die 100 erreichen. Das wäre nett. Das war doof. Bam. Ich bin eine Wurst manchmal. So, haben wir einmal so ein Ding geworfen hier. Habt ihr gesehen? Habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen. Ich hab's ja selber kaum gesehen. Und schon wieder die Dings abgebrochen. Gut, dass das so viele sind. Hat man mehr Chancen auf die 100er Serie. So. So, sind wir wieder bei 23, 24... Bam! Alle auf einmal, sagt er, und dann kommt keiner hier. Nein! Habt ihr das gesehen? Ich war wieder bei über 30. Unfassbar. Jetzt vergucke ich es nochmal selber hier. Mann, Mann, Mann. So, jetzt mal hier. Mann, das ist schwer, 100. Ich würde ja gerne mal was Besonderes machen, aber das unterbricht ja alles die Trefferserie. Brecht ihm die Arme, ihr könnt es mal versuchen. Zack. Sind wir wieder bei 30. Sehr schön. Jawohl. Jawohl. Nein, jetzt habe ich einmal zu viel geblockt. Ach. Da wollte ich einmal den abblocken und dann ist der aber gestorben, der weil ich den gehauen habe. Und dann ging der Block ins Leere und dann hat es nicht gegültet. Was war hier los? Aua. Manno. Halbzeit ist schon jetzt nicht hochgradig spannend hier, die Mission. Aber Action! So, zack. Schön geblockt. Und den nächsten... Nein, jetzt habe ich schon wieder... Manno, das ist immer ein Problem. Wenn man dann nämlich die Haut, die einen gerade angreift, und dann will man die blocken. Und dann muss man gar nicht mehr blocken und dann geht die Trefferserie weg. Das ist schlecht. So, jetzt sind wir wieder bei 19. Ich glaube, die 100 schaffe ich nicht. Dafür stelle ich mich jetzt zu doof an. Mist. Und jetzt hätte ich den blocken müssen und hab's vergurkt. Auch Kinder. Wie soll ich denn das schaffen? Ja, die Mission selber ist, glaube ich, nicht so furchtbar aufregend schwierig. 50 Gammel-Orks töten. Aber diese Trefferserie, ne? Ach, gerade so. Mann, Mann, Mann. Jawohl, 36 ist, glaube ich, mein neuer Rekord.
40 ist auf jeden Fall mein neuer Rekord. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl, oh. Nein, jetzt war kein Gegner mehr in der Nähe. Nein, da ist mir einfach aufgrund von Gegnermangel die Trefferserie abgelaufen. Oh, wie bitter. Ah, das können wir natürlich, Oh, jetzt ist schon rum. Schade, schade, schade. Jetzt hauen sie alle ab. Einführung, Waffenverbesserung. Schließe alle Waffennebenmissionen ab, um Mirian zu verbessern und verdiene genug, um eine mächtige Verbesserung für dein Schwert kaufen zu können. Mit Ofer jetzt schon kannst du für kurze Zeit in deinen Blutrausch verfallen und unbegrenzte Hinrichtungen durchführen. Schön. Habt ihr Angst, oder was? Ah, guck mal, damit hätte ich mir die Trefferserie auch schön hochwursteln können. Du möchtest noch kämpfen? Kannst du haben. Zack, 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 zack. Und zack. Einzeln kriegt man die echt gut weg. Einmal abblocken und dann töten. Und so. Können wir auch machen. So. So, ja. Da ist noch irgendwo... Da. Wie, wo ist er? Ich bin gar nicht da. Hab mich aus den Augen verloren. So, hier sollte... Da, perfekt. Direkt draufgesprungen. Ein von zwei Lothron. Ach, Azuradan brauchen wir auch schon wieder. So, was machen wir denn jetzt? Da hinten gibt es Infos. Das ist aber zu doof, oder? Wollen wir hier Ethelin holen gehen? Ja, komm, machen wir. So, ich würde jetzt aber auch wirklich gerne den Typen entmarkieren hier. Ishgar Leichenhäcksler. Der geht mir auf den Zünder gerade. Da. Zurück. Ich würde ihn wirklich gerne entmarkieren. Wir markieren mal einfach einen von den Hauptquestmännern. So. Dann sollte ja der andere entmarkiert sein. Gut. Redback der Feigling. Ist ja krass, ne? Fällt mir gerade so ein. Jetzt spielen wir her und spielen und spielen und spielen. Und haben von der Hauptmission kaum noch was gemacht. Es animiert einen einfach hier alles irgendwas zu machen. Total gut. Sollen wir mal? Ständig Sklaven. Was ist mit uns? Ich habe auch Hunger. Nee, machen wir nicht. Da gehen, glaube ich, zu viele Sklaven mit bei drauf. Wir wollen doch keine Sklaven töten. Oh, sieht aber auch schön aus hier. Also ich habe hier einiges auf Mittel nur stehen. Von automatisch habe mir das Spiel so eingestellt, dass, weil mein Rechner nicht jetzt so der Burner ist, aber das Spiel sieht schon deluxe aus, hä? So, hier sollte Ithildin sein. Da nämlich. Aufgesammelt. 3 von 32. Was man damit anstellen kann, weiß ich auch nicht. Wand ansehen. Menü verlassen. Egal, wir sammeln es einfach, weil gibt Belohnung und ist cool. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. So. Wenn man E gedrückt hält, kann man sich auf einen Schlag, glaube ich, auch komplett fallen lassen. Erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Was ist denn hier los? Den Spaß gönne ich dir nicht. Aha, aber der ist der einzige hier? Ne, da hinten sind noch mehr. Ich hasse es, wenn wir mit... Zeig mal her. Glückspilz. Der wird sich nicht schleichen lassen, wa? Der Glückspilz? Wollen wir es riskieren?
Komm, wir riskieren's. Mehr als beim Turm wieder rauskommen kann uns nicht passieren. Die Jäger lassen den Rest von uns mal wieder schlecht aussehen. Immer geht's. Oh, zack. Ja, der Glückspilz. Stell dich. Hierher zu kommen, eieiei, ein großer Fehler. Zeigt ihm, wie groß der Fehler war. Eieiei, das sind ja alle Speerwerfer. Versuchst du zu schleichen, Freundchen? Du willst mich überwältigen? Vergiss das gleich wieder. Da. Oh ja, ja, die ganzen Speerwerfer. So, einmal drüber gesprungen. Ah, ja. Ja, 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 ja. Oh, da kassiere ich aber schon ordentlich, ey. So, dann müssen wir ein bisschen was heilen jetzt hier. Ja, 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 da sind wir gleich tot. Das sind zu viele. Ah, ja, ja. Eieiei. Noch einer. Dich kenne ich doch auch schon. Tumor und den Ausbilder haben wir auch schon mehr als einmal getötet, oder? Bereit, meinen Tod ins Auge zu blicken. Oh, sind das viele. Oh. Eieiei. So. Eieiei. So, dem können wir keinen Todesstoß geben, so. Oh, ja, ja. Das sind aber viele jetzt hier. Das hätte ich nicht so machen sollen. Aua. Ja, und da ist rum. Eieiei. Aber dass der auch wieder aufsteht, finde ich frech. Deine Chancen verschlechtern sich bei jedem Treffen. Den haben wir doch auf jeden Fall schon getötet. Oder verwechsel ich den? Der war auch dabei, hab ich gar nicht gemerkt. Die waren zu viert jetzt, ne? Ishka, ist das hier wirklich die Hackordnung? Weil Ishka ist jetzt hier befördert mit 6 Macht ganz hinten oben? Hm. Ist ja schon wieder ein bisschen was passiert. Ja, nur gut. Heieieiei, sage ich euch. Unsere Gegner sind Gefangene zwischen dem Schrecken des dunklen Herrschers und dem des Grabwandlers. Sie sind voller Verzweiflung, sich in der Dunkelheit zu verlieren und haben Angst davor, vom Licht aufgespürt zu werden. Ja gut, dann nutzen wir diesen grandiosen Misserfolg aber mal. Was ist denn hier? Wie geht's nochmal hin? Kampfaufzehrung freischalten. Ja, das können wir auch nochmal kurz gucken hier. Verbesserung. Kampfaufzehrung. 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 Terrorisieren. Schattenangriff. Mhm. Schleichaufzehrung. Kampfaufzehrung. Ach da. Okay, müssen wir erstmal. Dann können wir auf jeden Fall die Schleichaufzehrung mal lernen. Weil wenn wir nachher den Dings wollen. Ne? Den. Ach, guck mal hier. Wir erhöhen mal unser Leben mal wieder. Können wir mal gebrauchen. Mehr Pfeile können wir auch gebrauchen. Gut. Ja, wenn wir nachher diese Nebenmission machen wollen, diese Schwertmission, dann müssen wir die Kampfaufzehrung freischalten. Dafür brauchen wir die Schleichaufzehrung und deswegen haben wir das schon mal gemacht. So nämlich. Okay, dann sage ich bis hierher. Ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Mordor's Schatten. Bis denn dann. Tschüssli Müsli.